Hallo miteinander, oder soll ich lieber sagen Hallo mit der Sand, weil wir sind da immer noch am Sand abbauen in meinem Minecraft Let's Play. Und ja, wir kommen jetzt schon zur letzten Schaufel, das heißt, das mit dem Sand neigt sich jetzt langsam am Ende entgegen. Ja, auf jeden Fall, wo sind wir stehen geblieben mit erzählen, glaube ich, haben mich ziemlich in Sackgasse rein geschwätzt, was darum geht, was ich noch für Projekte machen und wie ich noch weiter vorgehen werde jetzt mit den Let's Plays und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall werden wir da jetzt noch weiter ein bisschen Sand scheffeln. Müssen wir jetzt eigentlich noch gescheite Gesprächsthemen finden. Und, oh, das ist natürlich interessant, da können wir ein bisschen interessant, ein Wortspiel mit Sand. ja, ich habe jetzt den Sand selber auch schon bald nicht mehr gesehen. Und hoffe, euch ist es jetzt nicht gerade allzu langweilig und so. Ja, ihr könnt ja die Folgen auch ein bisschen überspringen, wenn ihr jetzt da wirklich gar keinen Bock habt, um mir da beim Sandschipper zuzuschauen. Und ihr auch findet, ah Mann, der erzählt wieder einmal nur Scheiß. Ja, vielleicht noch kurz, ich habe vor, ich weiß gar nicht mehr, vor wie vielen Folgen das war, habe ich mal erwähnt, dass ich will das FIFA Ultimate Team Let's Play machen. Haben dort eigentlich auch ein Mega-Pack-Opening gemacht und haben das wollen aufnehmen. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo es das erste Mal geschneit hat bei uns da. Und ja, wir haben Stromausfall gehabt. Und leider genau dort, wo ich das Pack-Opening machen wollte, was mich dort dann halt schon, ja, schon fast ein bisschen an einen Punkt vor Verzweiflung gebracht hat. Dann machen wir dazu und gehen schlafen. Weil ich wollte eigentlich ein super duper Pack-Opening Let's Play da, FIFA Ultimate Team, habe ich eigentlich gestartet gehabt. Ja, es sind auch schon einige gute Spieler gezogen worden. Und dann, zack, Strom weg. Ich habe mich natürlich, ja, habe nicht geflucht, bin ein Rohrspatz, aber das hat mich schon relativ genervt. Weil meine Audiospur, die ist noch da gewesen. Oha. Ah ja, da hat sogar einen Sandstein zum Abbauen. Müssen wir ein bisschen weniger Sandstein machen, wenn wir noch Sandstein hätten zum Abbauen. Aber das ist genau ein Klötzchen, das ist ein bisschen wenig. Ah, da unten rein kommt noch Sandstein führen. Nein, eben, ich habe eigentlich dort schon das Ganze gestartet gehabt. Und dann der Stromausfall. Naja. Nachher nochmal neu gestartet. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder Stromausfall und wieder Videoaufnahmen kaputt. Ich habe zwar ein Part hätte ich komplett fertig, weil ich dort so schlau bin, um nach 15 Minuten die Videospur, also quasi die Aufnahme zu stoppen und wieder neu zu starten. Und nicht zum im Nachhinein schneiden. Aber ja, das hat an und für sich dort super geklappt gehabt. Nur, oh, da können wir nochmal ein bisschen absacken lassen. Ich habe nachher nochmal einen Stromausfall gehabt, der nachher länger angesetzt, also länger angehebt hat, nicht angesetzt hat, länger angehebt hat und ich nachher einfach die Motivation wirklich komplett verloren gehabt habe, zum weiter aufnehmen, zum mich weiter da aufs Risiko rauslassen, dass ich nachher wieder mit leeren Händen da stehen. Und darum hat es halt kein Pack-Opening-Videos gegeben. Was ich zwar mittlerweile schon fast wieder ein bisschen bedauere, weil ich einfach wirklich noch geiles Zeug gezogen habe in diesen Packs rein. Aber vielleicht mache ich dann schon mal ein Ultimate Team Let's Play. Vielleicht einfach nur ein ganz kleines, vielleicht nicht so volles Ernst. So einfach mal ein Match spielen oder so und dann einfach mal aufladen, weil mir gerade langweilig ist. Nein, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann dort wirklich interessante Spieler gezogen. Van Persie mitunter, Schweinsteiger, Alaba, Gündogan, Lewandowski, Aubameyang. Also wirklich extrem, extrem gute Spieler. Und da habe ich noch lustige Anekdoten vom gestrigen Abend, respektive von gestrigen Nacht. Dort bin ich nämlich ein bisschen am FIFA zocken gewesen. Ultimate Team. Und normalerweise habe ich ein bisschen das Problem, jetzt da eine Höhle, geht es da so rein, hallo,
Oder war das tatsächlich so? Oh, und ein Creeper kommt entgegen. Ah, da haben wir sogar zwei Creeper entgegen. Dann ist der halt explodiert. Gehen wir noch in die Höhle rein. Rohstofferkundungstour könnten wir da auch noch machen. Ja, da geht es mal nicht so viel weiter. Und da ist auch relativ schnell Schluss. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir noch das Zeug da geht noch ab, während ich da noch über mein Erlebnis gestern in Ultimate Team erzähle. Aha, da geht es schon wieder weiter. Ich habe gegen einen gespielt. Der hat das komplettes Silberteam gehabt. Und für die, die jetzt nicht wissen, was Ultimate Team ist, also in Ultimate Team haben wir so Päckchen, die man öffnet und dort sind auch Spieler drin. Und ja, eben, es gibt Bronzepacks, Silberpacks und Goldpacks. Also Goldpacks sind natürlich die teuersten und Bronzepacks natürlich die günstigsten. Und ich habe gegen einen Gegner gespielt, der hat ein komplettes Silberteam gehabt aus der Bundesliga. Und habe dann gegen den gespielt. Er hat nicht schlecht gespielt, muss ich sagen, wobei mich FIFA dort wieder mal komplett trollt hat, dass irgendwie die Pässe halt einfach nicht dort angekommen sind, wo ich sie eigentlich gerne her hätte. Oder vor allem auch, wo ich her drücke. Ich meine, wenn ich voll nach vorne drücke und der Ball fliegt dann irgendwie schräg nach links hin, dann kann ich ausschliessen, dass ich das Spiel nicht im Griff habe, sondern dass einfach das Spiel mir irgendwie ja, einfach mal ein bisschen verarschen möchte. Und dort habe ich dann halt schon mich das eine oder andere Mal ziemlich aufregen dürfen, müssen, können, wie auch immer. Und dann muss ich sagen, gegen den Gegner ist es so gewesen, er hat halt mit seinem Team irgendwie, ich weiß nicht, ob er einen Bonus gekriegt hat, durch das, dass er so ein schwaches Team hatte gegen mein starkes Team. Oder was da... Oh mein Gott, da geht es ja unheimlich weit runter. Ich glaube, das lasse ich jetzt für den Moment, da gehe ich jetzt nicht runter. Weil ich zuerst den Sand heimbringen möchte, weil sonst haben wir die ganze Sandtour für nichts gemacht. Soll ich mir das da vielleicht markieren, da mit drei Fackeln, dass ich noch weiss, dass ich dort wieder hindern sollte. Und jetzt bin ich da ein bisschen hängen geblieben. So, dann wir noch ein bisschen Kohlen abbauen. Ja, auf jeden Fall, ich habe gegen den gespielt, habe dann den Match 3-1 gewonnen, weil ich einerseits sehr effizient im Abschluss gewesen bin, auch die Goal, die ich geschossen habe, sind auch wirklich sehr, sehr schöne Goal gewesen, habe dort die sauber rauskombiniert und habe halt praktisch jeden Fehler von ihm habe ich ausgenutzt, aber das gesamte Spiel hat mir einfach nicht gefallen, weil einfach die Bälle wirklich nicht dort hin sind, wo es herhaben wollen. Denn, was ich schon ab und zu erlebt habe beim FIFA, dass dann irgendwie einfach, wenn man gegen einen Gegner gewinnt, dass dann irgendwie jetzt Geflame losgeht, von wegen Cheater oder ja, dann das Leben zu, dann wärst du auch nicht so gut in FIFA und so ein Käse. Ja, also so Sachen kann ich dann halt nur schmunzeln, weil ja, also ich bin jetzt wirklich kein guter FIFA-Spieler und wenn einer mich quasi so anfährt, dann denke ich mir dann nämlich schon, okay. Er hat das Spiel effektiv nicht im Griff. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, okay, ich habe mich ab und zu, ja, auch, muss mich ab und zu auch ärgern, dass andere Gegner mit denen einfach alles klappt. Und vielleicht sieht es für die, die dann halt so mit dem Geflame anfangen, wirklich so aus, als wäre ich der absolute FIFA-Pro, was ich aber nicht bin. Ja, auf jeden Fall hat er mir dann eine Freundschaftsanfrage geschickt. Daher meine Playstation-Friendlies natürlich immer ziemlich voll ist, habe ich dann gedacht, ja, ich erkundige mich jetzt mal, warum er mich adden will. Er hat dann auch direkt gefragt, ob ich Deutsch kann, obwohl man das ja in meinem Profil auch lesen kann. Und ich eben auch gesehen bei ihm, dass er Deutsch kann, darum habe ich jetzt immer mal geschrieben, warum er mich denn geadden hätte. Und dann ist er zurück, weil du gut bist. Und dann habe ich gedacht, ja okay, der wird sicherlich nicht allzu alt sein, weil, also... Ich persönlich könnte jetzt nie auf die Idee, einfach einen bei FIFA zu sagen, nur weil der gut ist. Klar, das könnte vielleicht etwas bei ihm lernen. Streite ich gar nicht ab. Aber ja, halt nur so einfach so aus dem Nichts aus, einfach mal eine Freundschaftsanfrage. Oh, die haben sie auch noch nicht angenommen, haben sie aber mal offen lassen, sie haben ihn noch nicht gelöscht, weil
Es ist nachher nämlich noch relativ lustige Unterhaltung geworden, weil er hat mich dann gefragt, wo ich die Spieler her habe. Und ich habe dann natürlich nicht darauf geantwortet, wo ich die Spieler her habe. Da im Let's Play kann ich es jetzt aber eigentlich durchaus erwähnen. Ich habe halt, weil ich Spielverkäufer bin und ich FIFA und auch mittlerweile das Battlefield und das NHL allesamt gratis gekriegt habe, ich denke, ja, ich investiere das Geld quasi, was ich da gespart habe, durch das, dass ich die Spiele nicht kaufen müssen, einfach in Ultimate Team. Und habe jetzt halt deshalb schon eine relativ kampfstarke Truppe zusammen, wo er halt nicht hat, weil er sich das halt vermutlich leisten kann, weil er vermutlich halt relativ jung ist. Aufgrund von seinem Text bin ich davon ausgegangen, dass er relativ jung ist. Ich würde mich jetzt auch verwundern, warum er in der Nacht um 3 noch am FIFA zocken ist, aber ja, vielleicht sind dort gerade Ferien oder was auch immer. Auf jeden Fall, er hat dann gefunden, ob ich ihm einen von meinen Spielern gebe. Und ja, also, ganz ehrlich, also, ich würde glaube nicht einmal einem Kollegen von mir einfach einen Spieler abgeben von Ultimate Team, einfach so, weil ich nett bin. Er hat dann auch gefunden, ja, es wäre dann voll nett von mir. Aber in einem Spiel, wo man mit echt Geld sich einen Vorteil rausholen kann, hat einfach Nettigkeit keinen Platz, finde ich. Da soll man ruhig ein bisschen egoistisch sein, weil es geht ja um das eigene Spielerlebnis. Und wenn ich den Spieler doppelt habe, dann gehe ich den verkaufen, aber sicher nicht verschenken. Und ja, es hat sich dann noch eine relativ lustige Diskussion ausentwickelt und dann gesagt, ja, er könnte sich ja selber FIFA Points kaufen und dann damit Päckchen öffnen und dann hat er dann auch gute Spieler. Und dann hat er dann irgendwie noch eine unsinnige Frage gestellt, ob ich selber FIFA Points mache. Und ja, also, nein, die gibt es einfach zu kaufen und die macht man nicht. Aber ja, ich habe dann nachher nichts mehr von ihm gehört. Ich bin dann auch wieder weiterspielen gegangen und nachher dann irgendwann auch mal geschlafen. Aber, ja, hat doch für eine gewisse amüsante Phase von dem Obig so beigetragen, weil alles, was zuvor schlecht war, ist dann irgendwie einfach mal weg gewesen, weil ich dann einfach mich so amüsiert und zum Teil irgendwie einfach ein bisschen zu trollen sogar schon fast. Weil der einfach irgendwie einen Spieler von mir hat will und ich einfach denke, okay. Nein, also auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Sehr mal versprochen, gehen wir kein Sand mehr farmen oder wie auch immer man das nennen kann, wenn man gerade Sand holen. Ich werde sicher noch die Sandblöcke herstellen in der nächsten Folge, aber es wird keine weitere sandige Folge mehr geben für den Moment. Ich brauche sicher dann später noch mehr Sand. Ob ich schon gerade in der nächsten Folge etwas aus dem Sand baue, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss miteinander.